Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und in der letzten Episode haben wir ein bisschen wieder für Kea die Materialien gefarmt, das kann ich euch nochmal zeigen. Wir haben mal hier die restlichen Münzen gesammelt, oder Krähenwappen, keine Ahnung, für mich sieht das aus wie so Münzen. Genau, die haben wir zusammengecraftet. Wir haben auch 5 Kerne bekommen, einmal 3, einmal 2, okay. Waren das 5? Ja. Genau, Wasserlilien fehlen uns noch, deswegen will ich auch mal sagen für die aktuellen Episode, wir werden auf jeden Fall nochmal gegen diese Bäume kämpfen müssen und dann, sobald wir davon genug haben, sollten wir anfangen, Finuelli Sachen zusammentragen, denn da müssen wir zweimal gegen die Geohypostasen kämpfen, denn die Blumen kann man so nebenbei so sammeln, das ist ja kein Problem. Dabei, wie sieht das bei ihr aus? Nigong ist Level 60 erst. Ja, da haben wir das Problem, mehr Wappen. Blumen haben wir gerade on top. Aber auch wieder Geohypostase muss man viermal kämpfen. Also, wobei, neues Talent. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wie sieht's bei Amber aus? Das nächste Event scheint ja wieder auf den Berg. Ach, das Event sage ich. Das nächste Update mit den Event-Sachen scheint hier wieder auf dem Berg stattzufinden. Das heißt, Feuer wird wahrscheinlich nicht mal so schlecht. Müsste man mal in Betracht ziehen. Allerdings, das hat jetzt keine hohe Priorität. Hauptsache, wir kriegen Kea hoch. Wie sieht's waffentechnisch aus? Damit wir möglichst bald in Inazuma weiterarbeiten können. Ja, gut. Abenteuerstufe 50, das wird noch dauern. Gut, bei ihr Attribute 70. Ja, da ist das gleiche mit den Elektrodingern. Na gut. Da machen wir für Kea die Sachen. Kann es sein, dass meine Charaktere... Ja, meine Charaktere sind nicht vollgeheilt. Wie können die bloß nur? Zack. Und es regnet. So, den Punkt kann ich nicht mehr verfolgen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ach genau. Warte, was war Anemo-Hypostase? Ja. Ach, manchmal braucht das Game ein bisschen länger. Kryo-Hypostase, der droppt aber auch nicht alles. Genau, der droppt dieses Splitter. Das brauchen wir halt in Dings für Amber. Oder? Wobei, das ist Einhänder, Zweihänder oder Stange. Ne, genau. Für Amber gibt es auch sowas. Ah, dann war das, glaube ich, die Blume, richtig? Oder ein Bogentrick, genau. So war das. Amber braucht davon auf jeden Fall die Sachen. Aber gut. Ich glaube, wir haben bessere Chancen. Oh. Wir haben bessere Chancen, wenn wir die Weltstufe erhöhen müssen. Aber ich will das nicht vor Stufe 44 machen, so wie Aber gut, genug geredet. Lasst uns mal kämpfen. Hauptsache, das andere hat mich immer... Okay, Amber. Kann man auch so machen, ne? Ah, irgendwie stimmt gerade meine Kameraführung nicht. Zack. Zack. Und ich kassiere, zwar mit Absicht, aber nicht, was ich gehofft habe. Dieser. Das hier. Einfach mal alles drauf. Zack. Vielleicht kriege ich noch irgendwelche Statuseffekte in Kombination. Zack. Ah, gut. Das müsste eigentlich mit zwei Ultis am besten gehen. Ja, ja, ich weiß. Blütenkrone und so weiter. Ja. Ja! Gib mir mein Schutzschild. So. No. Zack. Zack. Schneller den, je schneller wir ihn besiegen, desto schneller kommen wir an unsere Materialien, die wir brauchen. Weil er hat ja immer so einen Cooldown. Man könnte ja zwischen den Bossfights ja auch mal was anderes machen. Tagesmission oder ähnliches. Kann man gleich gucken, was wir so zu tun hatten. Ja. Oder die Blumen sammeln, die wir brauchen, aber na gut. Alter. Und zack. 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 Ah, jetzt kommen die Splitter. Ja.
Gut, das kriegen wir relativ easy hin. Zack. Ach, jetzt kommen diese Dinger wieder. Naja. Ah. Ich war ja nicht außerhalb des Kreises. Das hat mich noch erwischt. Oh, dieser hat Schaden gemacht. Ah, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einfach so, ach, lass mal einfach draufhauen. Ah, gut, dann haben wir den jetzt auch besiegt. Und zack. Muss besser gehen. Vor allem mit 4 Ultis, das hätten wir viel einfacher haben können. Irgendwas Neues außer das? Nö. Okay. Erstmal wieder heilen. Können wir uns dorthin bewegen. Dann gucke ich mal direkt auf die Zeit. Wie lange hat er so einen Cooldown? Das findet sich ja in diesem Kopfgeldbuch. 2 Minuten. Und das ist schon... Achso, wahrscheinlich ist das 5 Minuten. 1 Minute, 2 oder 3 Minuten. Und das fängt halt ab, sobald man den fightet oder so. Naja, gut. Das haben wir gemacht. Was hätten wir denn noch sonst? Ach, wir könnten das hier auch machen. Aber der droppt nur solche Sachen. Also eher weniger interessant. Elektrohypostase müssen wir halt auch auf jeden Fall fighten. Verfolgen. Ach, das geht hier weiter. Ah ja, stimmt, da kriegen wir nur Geldbelohnungen. Okay, das ist uninteressanter. Genau, wenn wir schon hier sind. Habe ich denn irgendwann nochmal so eins aufgesammelt? Na, komm schon. Statue anbeten. Nein, weil das andere haben wir bereits gegeben. Nun gut. Wir könnten uns eigentlich auch schon langsam dahin bewegen. Weil die 1 Minute müsste jetzt im Moment vorbei sein. Können wir ja nochmal gucken. Kopfgeld. Ja, ja, 57 Sekunden. Wieso jetzt auf einmal 57 Sekunden? Achso. Oh, der rundet ab. Oh, nö. Beziehungsweise auf. Gut, falten wir dieses komische Ding, was mich immer sieht, wenn ich hier in der Nähe bin. Das da. Hui. Emma muss auf jeden Fall auch stärker werden, aber Inazuma Eis. Definitiv Eis. Ach, das ist unten geblieben. Ich dachte, es kommt jetzt nach oben. Oh, egal. Es droppt auch etwas, was wir mal zwischendurch brauchen. Also von daher ist es ja kein Verlust. Zack. Genau. Jetzt ist es noch nicht da, oder? Ja. Ja. On point. Wieso bist du nicht da? Da stand er doch gerade. Oh. Irgendwie checke ich das manchmal nicht. Okay. Dann bewege ich mich mal ganz weit weg. Weil in dieser Situation kam ich auch letztens auch schon mal, wo ich mich gewundert hatte, wie lange braucht er eigentlich zu respawnen. Vielleicht waren wir ja gar nicht weit genug weg gewesen für das. So, angeblich geheilt. Fertig. Okay. Sie sollten vielleicht hier diese Zeiten immer einblenden. Auf der Karte direkt, damit man gucken kann. Aber die Cooldowns sind ja so kurz, das macht eigentlich, glaube ich, keinen... Würde keinen Zwecken erfüllen, würde ich mal behaupten. Aber ich würde es gut finden. So. Ich will ja nicht wieder oben an der Decke kleben. Und schon wieder hat sich die Kamera gedreht. Na, ich hatte es fast... Ich hatte schon 3 machen können, gefühlt. Na. Ah, ich habe das... geblockt ein bisschen. So, ja. Zack. Zack. Attack Speed wäre halt nice. Also, dass das bei immer höher geht. Ah, da müssen wir Amber ein paar Mal anbeten, würde ich mal sagen. Ich muss mal irgendwann eine Episode machen, wo ich wieder was pulle. Wie gesagt, pro 90 Pult hat man ja Garantie 5 Sterne. Aber ja. Nee. Ich schätze mal, wir müssen... Alter, komm schon.
Ich schätze mal, in den nächsten 30, 40 Puls müssten wir einen 5-Sterne-Charakter kriegen oder irgendwas 5-Sterne-mäßiges. Weil wir hatten ja in Folge 150 hatten wir mal, was waren 70 Puls gemacht und danach nochmal 30 oder so. 30, 40, weiß nicht, hundertprozentig mehr. Das heißt, theoretisch... Oh, ich dachte, man kann das blocken. Also theoretisch müssen wir mit wenigen Puls ja wieder was kriegen. Ah, ja genau, jetzt machst du diese Attacke. Gerade dann, wenn ich auf Emma wechsle. Zack. Zack. Ah. Ich komme hier nicht raus. Zack, zack, überladen. Ja gut, jetzt ist das Ding wieder da. Lieber so. Oh, die Puppe diesmal nicht so weit weggeschmissen, aber war auch schon blöd. Ach, gerade habe ich es gesehen. Ich wollte gerade dodgen, ey. Zack, zack. Der Übung ist aber auch nicht ohne. Aber noch nicht da, wo sie sein soll. Definitiv nicht. Was ist eigentlich mit Lisa? Ne, nehmen wir den Gang. So, naja, kann ich alles vergessen. Eis versus Eis ist es immer. Das Problem ist halt, beide sind schon ziemlich weit low. Nevermind, eine ist ziemlich low. Eieieiei. Ich werde vielleicht doch Ember wieder beleben. Das ist halt das Problem. Das ist zwar so das Basic-Team. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber es fehlt halt so ein bisschen. Da wären Alternativcharaktere ja doch sinnvoller. So. Zack. Ja, das war es mir aber wert. Zack. Oh, wie kannst du nur ausweichen in diesem Augenblick? Schon wieder. Ja, ich habe nichts getroffen. Zack. 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 Ja, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das wird sich wieder aufrappeln. Aber ist nicht so schlimm. Weil dann kann ich einfach mit anderen Charakteren einfach draufballern. Ja. Sollte erst weglaufen. Reicht das? Ah! Nein, hat nicht ausgereicht, die Reichweite. Achso, nein. Ah, das war die falsche Taste. Ach, ich drücke immer die falschen Tasten. Diesmal ist dieser Kampf nicht so gut. Muss ich zugeben. Ah! Nein, 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 nein. Irgendwie bin ich gerade mit meiner Hand irgendwie verrutscht auf der Tastatur. So, war definitiv kein guter Kampf. Das kriegen wir besser hin. Haben wir ja letztens in unter 3 Minuten geschafft. Persönliche Bestleistung. Wieder nur 2. Glücksfeder? Achso, na ja, gut. Ich würde mich dann nochmal heilen, dann die Belohnung abholen, wo es, sagen wir, glaube ich, 160 Harzpunkte, also diese, ja, diese Mondharz-Dinger da zu investieren. Das befindet sich hier. Oder ursprüngliches Harz. Ja. So. Dann würden wir sogar das hier kriegen. Wir haben echt 51 Stück davon. Krass. Reisen wir mal kurz nach Quellingen. Da würde ich mal kurz nach den Blumen schauen wollen. Das ist, glaube ich, etwas, das muss man über mehrere Tage verteilt machen. Zuckerblumen. Ist bestimmt doch hier, wo Wasser ist, oder? Nö, irgendwie nicht gerade hier. Ist auch immer die Frage, ist mit Quellingen wirklich die Stadt gemeint oder vielleicht auch die Umgebung so ein bisschen? Rettich. Stand da auch nicht irgendwas, dass es bevorzugt bei Wasser sei? An Gewässern zu finden. Achso, dann sollte ich vielleicht auch mich eher in diese Richtung begehen. Wahrscheinlich unten beim Weg ist das irgendwo. Wird man da direkt am Wasser sein? Ja, da blinkt gerade was, aber das sind die ganzen Zuckerblumen. Hm.
Gut, kann man trotzdem aufheben. Kann man. Ich meine, damit kann man irgendwas kochen auch. Was Kleines. Hihi. Hihi. Bisschen Fisch. Ach, das geht so nicht. Oh, okay. Machen wir nochmal diese Attacke. Ja, okay. Man muss irgendwie diese Attacke einsetzen für. Gut, eigentlich sind wir nicht. Ja. Eigentlich sind wir nicht hier, um zu fischen, sondern diese Blumen zu finden am Gewässer. Ich weiß, wo die sein könnten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier in diesem Bereich sind. Jetzt können wir mal kurz teleportieren und mal schauen. Es ist halt immer so komisch mit den Blumen, dass manche Sachen kriegt man sehr schnell nebenbei. Ist ja in Ordnung. Andere wiederum sind schwieriger zu finden oder sind wir seltener halt. Die sind es ja auch nicht. Ach doch, das sind sie. Okay. Zack, 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 zack. Haben wir jetzt noch ein paar gefunden. Da sind noch welche. Okay, jetzt erscheinen mir diese Zahl mit 45 gar nicht mehr so utopisch hoch. Ich hätte gedacht, dann ist das wie bei den Waldbären. Alle 4 Tage kann man dann was machen. Und dann kriegt man immer nur ein paar zusammen. Gut, wir werden das wahrscheinlich in diesem einen Run nicht schaffen, aber dann haben wir ja schon mal welche gesammelt. Liegen hier denn noch welche? Ich bezweifle es. Nee, ich glaube, wir müssen wirklich direkt hier an diesen komischen. Ja. Nein, die wird gerade hochgeklettert. Die wird definitiv gerade hochgeklettert. Jedenfalls, es muss ja direkt am Wasser sein, schätze ich mal. Also, die finden man halt überall immer wieder mal nur. Gut, dass da immer so ein Tipp angezeigt wird, wo man die Sachen bevorzugt finden sollte. Wenn überhaupt. Ernsthaft? So. Guck mal gleich an, wie viele wir gesammelt und gefunden haben, weil das wird mich schon interessieren. Was ist da oben? Ist das auch eine Blume? Ne, das müssten wieder diese komischen hier, die Kiefernzapfen sein, genau. So, den Großteil haben wir jetzt aber hier umrundet. Ja, das war es dann auch erstmal. Also wird es ähnlich wie bei den Waldbären sein, dass wir wirklich mehrfach kommen müssen. Aber gut, dann ist es halt so. Zuckerblumen. Okay, schauen wir uns das mal an. Aufstieg. 15. Ich dachte, wir hätten mehr. Aber dann müssten wir jetzt 3 Tage. An 3 Tagen müssen wir kommen. Ah, das ist schon sportlich. Gut. Das, das, das. So, dann fighten wir das hier noch. Ja, 2 Mal würde ich gerne noch verhalten in dieser Episode. Sollte auch machbar sein. Und zack. Und schon wieder. Vielleicht wäre es mit Xiangling ein bisschen easier, weil sie sofort fighten könnte. Oh, das war ein guter Treffer. Mehr Schaden mache ich aber in der ersten Stufe ja nicht. Zack. Na komm schon. Wäre mal schön, wenn da mal mehr als 1100 stehen würde. Zack. Und zack. Dodgen, dodgen, dodgen. Und hat die Puppe natürlich weggeschleudert wie sonst was. Zack. Oh, ich dachte, ich krieg den noch getroffen. Egal. Besser jetzt. Obwohl er die Spikes abfeuern möchte, es nicht schaffen kann. Ja, 2000. Ist doch schon besser. Zack. 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 Na komm schon. Na komm schon. Ach, darauf habe ich gewartet die ganze Zeit. Ah, das war jetzt richtig schlecht. Ah. Ich dachte, das Ding wäre jetzt auf den Kopf gespawnt.
Na komm schon. Ach komm schon, Alter. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, genau das ist das, was ich meinte. Ja, ich dachte, ich krieg den noch so. Oh, es ist wieder vereist. Nicht gut. Nehmen wir mal Lisa. Zack. Hick, hick. Immer als hätte sie Schluck auf oder sowas. Zack. Na, komm schon. Ja, endlich auf damit. Kein Bock mehr. Und dann werde ich trotzdem noch gehittet. Ein Hit wenigstens. Ich musste switchen. Ich musste es. Alter. Überladen. Ja, wenigstens einmal konnte ich hitten. So. Zack. Zack. Hauptsache so überladen, hat 1800 Schaden gemacht. Normal schießen 2200. 600? Ist der Fall irgendwie durchgeflogen oder warum so wenig? Das ist es mir wert. Ulti plus dieses Element. Das war auch eigentlich gut. Ich musste damit rechnen, dass er mich attackiert. Deswegen sofort nach dem Angriff Charakter gewechselt. Und das war's wieder. Na komm schon, wieder so ein kleines Zipfelchen. Ey. Das kann doch nicht jedes Mal der Standardfall sein. Zack. Zack. Ja, gut. Wie viel braucht denn Kea jetzt für noch? Das wäre ja so eine krumme Zahl, die wir hatten. Ach, wir haben genug. Sehr gut. Drücken wir M. Erstmal heilen. Gut, jetzt haben wir erstmal genug von diesen Sachen. Jetzt müssen wir diese Pflanzen suchen. Oh no, it's raining. Okay, was brauchten wir für sie? Das war jetzt nur rein Hypostasen und ja gut, Walbeeren haben wir genug. Ist ja nicht nennenswert. Das bräuchten wir nochmal, haben wir immer noch genug. Von Masken haben wir nicht ganz so viele. 12, ich schätze mal, da brauchen wir wieder 16 oder so. Dann sind wir ja bei 28. Das würde auch noch gerade so hinhauen. Ningguang, hat die irgendwelche bevorzugt? Ja gut, die Blumen und diese Wappen. Abzeichne Unteroffiziere, ja. Mit Sternstaub kaufen, ne? Elektro-Chin-Chin. Lasst uns schauen. War bei ihr irgendetwas Wichtiges für sie? Schleim. Auch Bosse. Ganz einfach. Genau. Nebelgras, Docht. Und das war auch, ne? Ja, gut. Ich würde mal die Elektro-Chin-Chin-Dinger mal ein paar fighten wollen. Weil wir kriegen gleich zwei Sachen für die Waffe, für Kea, für die Zukunft zumindest. Hier. Hier. Wo bist du dieses Mal? Ah, hier in Quellingen direkt. Passt doch. Na gut, muss man irgendwie so oder so laufen. Als hätten die es gerochen. Na, na. Ich habe zwei Kristallkerne sammeln können. Windmühlen hast du. Ist das auch Windmühlendinger? Weil die sehen sich so ähnlich. Achso, weil die haben zwei solche Blüten. Ah, okay. Zack, zack. Eigentlich könnte ich dann direkt auf Chaos switchen. Da ist so ein Symbol, aber... Ach, da oben. Hey, seit wann ist das denn getriggert? Ich müsste allerdings erstmal gucken, wo die drei Dinger sind. Erstmal das hier einsammeln. Hier ist eins. Hier ist eins. Ach, hier ist das dritte. Lass mich free. Oh. Das drückt mich runter. Markiere ich auf der Karte. Komme ich später dorthin. So, fighten wir die. Hoffentlich droppt die auch die wertvolleren Sachen davon direkt. Dann haben wir auch weniger zu fighten in Zukunft. Oh, was war das? So.
Hui. Und BAM! Ja. Ulti würde ich, glaube ich, nicht einsetzen. Vielleicht zwar öfters und dann setze ich doch ein, aber ich denke, das sollte auch so gehen. Wenn Kaya diesen Levelaufstieg kriegt, das wäre ideal. Dann sollte es schneller gegen sie gehen. Zack. Zack. So. Damals war das ja voll die Herausforderung und dann immer voll die Qual. Wir müssen sie fighten, wir müssen sie besiegen. Sogar blau direkt. Nice. Zack, 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 zack. Okay, das ist die normale, genau. Ja, der Weg ist in beiden Fällen nicht so schön. Na ja, gut, nehmen wir den hier. Leider hat die keine von diesen Wappen gedroppt. Was natürlich auch nice wäre. Nice to have, wenn man direkt beides kriegen würde. Aber man kriegt die Wappen auf jeden Fall bei den Plänkerer. Also eher bei den Plänkerer als bei ihr. Also ist das ja auch an sich kein Verlust im eigentlichen Sinne. Kurz warten, Ausdauer und hopp und hopp. So, hier nehmen wir mal die paar Beeren. Du. Achso, ich wollte Kea nehmen, Isa. Aber ich habe nämlich Supraleiter ausgelöst bei ihr. Hat sie da was gemacht? Ach, hier müssen noch die Plänkerer sein. Ja, da war ein Plänkerer. Können wir da auch direkt hinterher Dings jagen? Zack, zack. Zack. Mir gefällt Kea stärker nicht so ganz. Aber gut, das reicht für hier die erste Region. Hey, wieder was in Blau und in Grün. War da Wasser? Ne, das ist Eis. Tatsächlich. Zack. 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 Hier würde ich vielleicht die Ultis einsetzen wollen. So. Was das für ein Schaden ist, was diese hier abgibt. Ah gut, hier wäre Wasser wieder massiven Vorteil. Machen wir das, die Kombination so. Zack, 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 zack. Einfach drauf smashen. Und zack. Den haben wir auch ausgeschaltet. Oh, hat sogar Sachen gedroppt, die wir brauchen. Und das ist das, was ich schon öfters gesagt habe. Wassercharakter wäre wirklich richtig nice. Vielleicht doch so. Ja. Es geht halt durch ein Schutzschild, aber es ist halt nicht so mein Favorit. Normalerweise ist das Schutzschild nicht so stark. Kriegen wir relativ schnell aus, wie bei dieser Eis-Variante, diese Chin-Chin, wie auch immer. Und das Leben ist halt ein bisschen anstrengender. Aber nun gut, wie gesagt, wir haben gerade keinen Wassercharakter, der welches halt über Level 1 ist. Also von daher, das steht auf jeden Fall auch auf der Agenda. So, ich würde mich mal kurz heilen. Oh ne, das ist sogar die Eis-Chin-Chin, wovon ich gerade gesprochen habe. Nicht so Lust, um ehrlich zu sein. Und zack. Also, ist schon geheilt. Krass. Okay, ich würde gerne dann mal gucken. Vielleicht noch so ein Plänkerer zum Abschluss. Fangen wir mal von unten an. Gespenst. Ja, die könnte man auch ein paar Mal machen, weil wir brauchen dann bestimmt nochmal sowas, aber ist mir egal. Wir sollten nicht zu krass vorarbeiten, wir sollten wirklich die Zeit investieren, die Materialien zu organisieren, die wir jetzt auf jeden Fall brauchen. Was ist das denn? Garmwolf. Achso, das ist dieser neue Monster, den wir auch vor einigen Folgen, vor vielen Folgen entdeckt hatten. Ist das nicht den wir eben... Ah ne, der ist daneben gewesen. Wir waren eben... Hier wurde mir diese Chin-Chin angezeigt. Na ja, okay. Dann passt es ja. Ich habe mich schon gewundert. Alles einsammeln. Ah, hier ist ein Abgrundmagier. Davon brauchen wir auch diese Stöcke. Diese Ruten.
Aber ich meine, wir haben, oh Gott, ein paar gesammelt. Ich glaube, ich fighte gegen beide direkt. Ja, hier sind zwei und dann der dritte, wenn er kommen sollte. Ich glaube, den hier, den vorderen müsste ich schnell ausschalten können. Schutzschild schon mal weg. Oh, Alter. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ war. Ah ja, egal. Ich sehe das ja, der geht, der kassiert einfach nur. Schutzschild kann man echt einfach ignorieren. Geo. Okay, diese Variante. Zack, 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 zack. Amber. Einmal Nacken klatschen. Vielleicht ein paar Mal mehr. Zack. Hier die Puppe. Die Wand. Ulti. Einfach mal draufhauen. Im Fall der Fälle. So. Was hat er gedroppt? Einen Abzeichen Level 1. Na gut. Die Ausbeute war hier auf jeden Fall nicht so gut. Wo wäre der nächste? Der wäre am anderen Ende von sonst wo. Na gut. Kurzer Check. Müssten wir was craften? Nein, wir müssen eigentlich nur noch die Blumen sammeln. Das war's dann an sich auch schon. Ja, man könnte überlegen, vielleicht die Geohypostasen dann im Angriff zu nehmen. Aber gut. Teleportieren wir uns hier hin. So. Ich muss. So. Also, wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden erfahren. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil dann müsst ihr meinen Kanal nicht immer heraussuchen und ihr unterstützt mich aktiv am besten und ihr könnt keine weitere Folge mehr verpassen. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die sind ebenfalls verlinkt. Dort poste ich auch Clips von anderen Spielen zwischendurch mal. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel mal zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.